Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ich bin gerade zu Hause gestartet. Gestartet wohin? Warum? Ja, ich habe jetzt nochmal ein paar Tage frei und ist alles erledigt, soweit nichts zu tun. Habe ich dann gestern spontan entschieden, ich packe nochmal das Rad und fahre für 3 Tage eine kleine Runde. Kleine Runde heißt in dem Fall, ich fahre nochmal die 3-Flüsse-Route, die ich ja im letzten Jahr schon gefahren bin. Mal schauen, ob sich in dem Jahr was geändert hat. Ich habe, wie gesagt, recht spontan gestern entschieden. Deswegen auch nochmal die 3-Flüsse-Route, weil da brauche ich nicht großartig was vorzubereiten. Einzig der Unterschied ist, ich bin ja letztes Jahr noch mit meinem grünen Rad, war das übrigens, bis Schermbeck mit dem Auto gefahren, da eingestiegen. Heute fahre ich mit dem Fahrrad direkt von zu Hause los. Irgendwo am Kanal werde ich dann in die Route einsteigen. Mittlerweile habe ich die ersten 5 Kilometer hinter mir und bin jetzt auch schon ein kleines Stück auf meinem heutigen Zubringer. Als Zubringer nutze ich die Römer-Lippe-Route. Die führt da genau hin. Läuft dann auch ein paar Kilometer parallel oder immer mal wieder parallel. Entschuldigung, immer mal wieder parallel. Einmal aufpassen hier. Parallel zur 3-Flüsse-Route. Ja, habe so bummelig insgesamt 75 Kilometer heute vor mir. Morgen dann nochmal so 60, knapp unter 60, und übermorgen sind es dann knapp über 50. Also sollte von den Kilometern her, ist es recht überschaulich, sollte eine recht entspannte Tour sein. Nein, schauen wir mal. Ja, dieses Stück hier der Römer-Lippe-Route zwischen Haltern und Lipp-Ramsdorf bzw. an Lipp-Ramsdorf vorbei ist so eine ehemalige Bahntrasse, die damals zwischen Haltern und Wesel verlief. Aber heute geht es ein paar Kilometer halt hier entlang bis kurz hinter Dorsten bzw. Also geht jetzt hier nicht die ganze Zeit auf dieser Bahntrasse, sondern nur ein kleines Stück. Und dann geht es dann durch die Lippeauen, wenn man so will, vorbei an so ein paar Bauernhöfen Richtung Herwest, dann Dorsten. Und irgendwo zwischen Dorsten und Schermbeck sollte ich dann am Wesel-Dattel-Kanal auf meine Route stoßen. Ja, hier an der anderen Seite vom Chemiepark kommen wir dann wieder auf den Radweg, beziehungsweise waren ja die ganze Zeit auf dem Radweg, kommen wir wieder an die Lippe. Also von der Bahntrasse weg. Geht es dann hier
ein kleines Stück auf dem Lippedeich. Durch die Auen. Aber auch eine beliebte Hundegassi-Runde hier. Ja, hier fahre ich auch so manchmal her, ohne Kamera, wenn ich mal am Wochenende ein bisschen spazieren fahre. Ist schon recht nett hier. Ja, und jetzt sind wir auch wieder auf der Bahntrasse, oder dieses Stück hier kommt jetzt gleich wieder auf die Bahntrasse. Ich meine, das hier gehört schon dazu. Aber da vorne ist sie dann auch zu Ende, zumindest der Radweg, der über diese ehemalige Bahntrasse führt. Ja, und dann kommt ein Stück, das ist nicht so schön. Da geht es dann an einem Umspannwerk vorbei. Okay, das ist nicht weiter schlimm. Und dann kommt man aber für, weiß ich nicht, einen Kilometer oder so. Oder ein paar hundert Meter. Irgendwie sowas. Auf eine Bundesstraße. Ja, da gibt es so ein breiten Seitenstreifen, kann man noch vernünftig fahren, so ist es nicht, aber ist halt nicht so schön. Und dann geht es aber wieder in die Lippeauen. So, jetzt endgültig das letzte Stückchen, bis wir am Umspannwerk sind. So, der schöne Radweg ist zu Ende. Hier ist das Umspannwerk. Und da vorne geht es ein kleines Stück, ein paar hundert Meter durch das Wäldchen und dann sind wir an der Bundesstraße. Eigentlich ist es gar keine Bundesstraße, sondern nur teilweise so ausgebaut. Hier kommen wir jetzt über die Lippe. Und gleich geht's da vorne rechts rein. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, das ist dann so die typische Kanal- und Lippe-Landschaft zwischen Haltern am See und Dorsten, sage ich jetzt mal so. Wo ich damals als Junge mit meinem damaligen besten Freund Thomas hier die Gegend unsicher gemacht habe, damals auf unseren Fahrrädern schon. Ja, da sind wir dann mal eben auf den Sonntagnachmittag, keine Ahnung, mal eben zum Fernsehturm nach Regen gefahren oder am Kanal entlang, so 30, 40 Kilometer durch den Klamotten. Ja, irgendwo hier werde ich jetzt gleich das Malergebiet verlassen und dann geht es in Dorstener Stadtgebiet. Also Herwest müsste eigentlich zu Dorsten gehören, wenn ich mich nicht irre. Ja, da haben wir die Pauluskirche in Herwest und wie gesagt, ich hatte recht, Herwest gehört zu Dorsten. Also Maler Stadtgebiet verlassen. Da vorne geht es jetzt über eine Umleitung weiter. Nee, stimmt nicht. Die Römer-Lippe-Route, die geht hier immer durch. Die Umleitung war nur für den, ich sag mal, normalen Radweg, der da ist. Ja, hier an der Stelle muss man ein bisschen aufpassen. Da bin ich damals
wie ich die Römer-Lippe-Route gefahren bin, aus Versehen dran vorbeigefahren, an diesem kleinen Weg hier. Ja, dann geht es hier direkt wieder auf den Lippedeich. Navi ist jetzt ein bisschen am Piepsen, weil ich den Track verlassen habe. Aber warum soll ich da durch die Siedlung fahren, wenn ich hier auch lang komme? Ja, jetzt geht's dann erstmal Richtung Dorsten. Ja, langsam kommen wir nach Dorsten rein, in die Stadt. Im Gegensatz zu Haltern und Mahl, wo Lippe und Kanal an den Städten vorbeigehen, gehen sie hier mitten durch. Da vorne muss ich vom Damm runter. Ja, und nicht nur an Nord- und Ostsee sind Deichpfleger an der Arbeit, mehr auch an der Lippe. Ja, im Moment muss man hier über die Brücke rüber. Ja, normalerweise hat man auch noch die Möglichkeit, hier mit einer Selbstbedienungsfähre überzusetzen, ein Stückchen weiter darunter. Aber ich war schon vor ein paar Wochen hier und daher weiß ich, dass die Fähre im Moment gar nicht in Betrieb ist. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona ist oder ob die einfach nur defekt ist. Das weiß ich nicht. Und da geht's weiter. Ja, da hinten stand ein Schild Schermbeck 9,7 und auf der anderen Seite stand irgendwann mit 8 Kilometern. Aber so weit brauche ich gar nicht mehr, um in meine Route einzusteigen. Ja, und noch im Dorstener Stadtgebiet wechselt man dann mal wieder von der Lippe zum Kanal. Und naja, ich bleibe jetzt auch erstmal eine ganze Zeit am Kanal, bis es dann irgendwann rechts abgeht Richtung Schermbeck. Ja, an dieser Stelle hier weiß ich auch, dass ich auf die Drei-Flüsse-Route jetzt gestoßen bin, weil an die Stelle kann ich mich erinnern. Also bin ich jetzt auf meiner Route. Kleine Stückchen bleiben wir auf jeden Fall noch am Kanal oder parallel zum Kanal, bevor es dann nachher rechts abgeht. Ja, da vorne verlassen wir jetzt gleich den Kanal und über die Brücke geht es dann nach Schermbeck rein. Und die Römer-Lippe-Route verlasse ich hier auch. So. Jetzt sind wir in Schermbeck. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Im Moment Baustelle. Ja, ich hätte eigentlich auch noch eine andere Tour vorbereitet gehabt. Die war eigentlich geplant für die Osterferien. Da wollte ich einfach eigentlich mit meinem Neffen Noah fahren. Die hätte ich jetzt noch im Petto gehabt. Allerdings, ja, das wäre im deutsch-holländischen Grenzgebiet gewesen. Und ich hätte 2 Nächte in Holland auf dem Zeltplatz gemusst. Und alle Campingplätze da in dem Bereich, die in Frage gekommen wären, waren restlos ausgebucht. Ja, dann Wildzelten in Holland wollte ich dann auch nicht. Habe auch keine Ahnung, wie da die Situation ist überhaupt. Ja, von daher habe ich mich dann
dazu entschieden, nochmal die Drei-Flüsse-Route zu fahren. Und ich muss sagen, macht immer noch Spaß. Und an so vielen Stellen kann ich mich auch gar nicht erinnern. Also so bekannt sieht es nur auch nicht aus. So, bin jetzt circa 2 Stunden unterwegs. Gibt mal eine kleine Pause, Mr. Tom. Und dann ein bisschen was trinken. Dann geht es langsam weiter, aber ich habe jetzt nicht ganz die Hälfte. Oder ja, doch die Hälfte ungefähr. Die habe ich jetzt. Also ich habe noch jede Menge Zeit. Vor 14 Uhr will ich auch nicht auf dem Campingplatz sein, weil da ist dann Mittagspause, da komme ich da sowieso nicht. Wenn ich mich nicht irre, fahre ich jetzt gerade auf Erle zu und dann ist es auch nicht mehr weit bis Rasfeld. Dann gucke ich mal, dass ich in Rasfeld noch ein bisschen länger Pause mache. Jetzt fahre ich hier gerade in Rasfeld City rein. Ich weiß gar nicht, ist Rasfeld eine Stadt oder ein Dorf? Keine Ahnung. Ja, allzu viel gibt es hier nicht. Aber immerhin Bäcker wird es geben. Langsam rolle ich aufs Schloss Rasfeld zu. Ja, und durch den Park Rasfeld oder Dira, ich glaube ein Tierpark war das damals oder ist heute noch Tierpark. Durch den Park geht es dann jetzt erstmal weiter. Ich finde es echt beeindruckend, dass sie hier tatsächlich einen Fernradweg durch diesen Park geleitet haben. Weil teilweise, ich meine, hier ist der Weg noch recht breit, aber teilweise ist er dann doch noch ein Stückchen schmaler. Aber ich will mich nicht beschweren, weil es war schön hier zu fahren. Vom Schloss Rasfeld bis nach Dinken, da passiert irgendwie nicht viel. Geht die ganze Zeit über Felder oder wie hier mal durch so ein kurzes Waldstück. Aber schön zu fahren ist es schon. Nur halt jetzt nicht viel Besonderes. Ja, ich habe keine 4 Kilometer mehr, dann bin ich da. Oder 13.15 Uhr wäre das schon. Bis 14 Uhr haben wir Mittagspause. Ich habe beschlossen, ich fahre dann gleich mal in den Ort rein. Hunger habe ich nicht. Aber mal gucken. Ein bisschen Kaffee hätte ich Bock drauf. Auch wenn es mittlerweile fast an die 30 Grad sind. Im Moment brauche ich nur rollen lassen. So, Dinken wäre erreicht. Da vorne werde ich die Track-Aufzeichnung dann mal abbrechen, weil sonst hat Navi die ganze Zeit am Piepsen ist. Aber das sind ja von hier aus nur noch 2 Kilometer zum Campingplatz. Also die muss ich nicht mit aufzeichnen. Da vorne wird es für mich gleich geradeaus gehen. Ich fahre dann aber jetzt gleich links Richtung Ortskern und guck mal, was ich da so kriege. So, mein Kaffee
habe ich bekommen. Okay, ein Eis habe ich auch noch gegessen. Jetzt geht es dann zum Campingplatz. Zelt aufstellen. Bin mal gespannt. Ich habe da gestern schon angerufen. Die sagten, es ist relativ voll. Naja, so groß ist der Platz nicht, aber lassen wir uns überraschen, so, was die noch ein Plätzchen für mich haben. Was die noch für ein Plätzchen für mich haben. Mein Gott, Carsten, Reden verlernt beim Eisessen. So, da vorne geht es gleich nochmal einen Berg hoch. Na, Berg ist relativ, aber mit Fahrrad und Gepäck ist das schon ein Hügel auf jeden Fall. So, hier der See, den man durch das Gestrüpp hier erkennen kann, der gehört schon zum Campingplatz. Zum Erholungsgebiet Dinkener Heide. Da will ich mal hoffen. Na, ich habe mich ja angemeldet. Die wissen ja, dass ich komme. Dann bin ich mal gespannt, was sie noch für ein Plätzchen für mich haben. Ja. Dies ist mein kleines Plätzchen. Mehr brauche ich auch nicht. Direkt da ist der Waschhaus. So, mein Zelt steht. Ich fahre jetzt dann mal eben einkaufen. Ein bisschen was Kaltes zu geben.